So. Abitures laboratories. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer durch gehen. Ihre? Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Oh. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Ja. Für immer? Ist eine Möglichkeit. Gut. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Ich bin Plan A. Also, wenn du irgendwelche Vorbehalte gegen diesen Plan hast, dann würde ich dir empfehlen, sie jetzt vorzubringen. Hier und jetzt. Und wenn du denkst, ich habe die Gelegenheit zum Protestieren verpasst, nein, es ist noch Zeit. Gut, aber wir nehmen jetzt Plan A, warten jetzt hier. Gut, ist langweilig, wir nehmen Plan B. So, hier ist nichts Besonderes, hier auch nicht. So. Und wer Portal 1 gespielt hat, der wird sich ganz sicher an diesen Gang hier erinnern. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß, ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. So. Faszinierend. Faszinierend. Okay, die Treppe runter. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Ja. Okay, weißt du was? Spring einfach. Du hast ja Beinschienen. Beinschienen heißt das. Genau, Beinschienen. Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. So, wo sind wir jetzt hier? Ah, entschuldige. Am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Nicht nach unten gucken, nicht nach... Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Na dann rein. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Das steht nirgendwo. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an. Und ich mach das Licht an. Hier? Da oben links. Es werde Licht, so sprach Gott. Da, ich habe Gott zitiert. Der Schalter. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, Fluchtkapsel, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, ganz ruhig, alles paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Oh oh. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem, wollen mal sehen. Mach hin, schneller. Nein, gut. C. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Hallo? Du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Ich hab was? Ah. Oh nein. Ah, die Kanone. Nein. Ja. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen.
Der Wissenschaft zuliebe. Für die Wissenschaft. Du Monster. Aber du kannst mich jetzt ruhig runterlassen. Ja. Yeah. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Wir fallen gerade in ein bodenloses Loch. Verdammt. Ach du Wow! Knapp war das. War das knapp. Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Schon eine interessante Fabrik hier. Oh, also ich bin rangekommen, aber hab sie ja losgelassen. Schade. Da ist sie. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Apropos zurück? Wir können mal was ausprobieren. Toll. Weg versperrt, oder? Ah, okay, komm nicht weiter. Muss einen anderen Weg nehmen. Mach ich mal auf. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Ja, dann fange ich mal an, ne? Lass mich das oder für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Ach ja. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Ich glaube, jetzt kann ich mal kurz das Geheimnis lüften. Den Roboter oder Maschine, den oder das wir gerade eben erweckt haben, das ist der Hauptrechner GLaDOS. Was damit auf sich hat, wird später im Spielverlauf erklärt. Ah, hier. 19 von 19. Dann mal los. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Und danach, wer weiß... Ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Wo sind die angeschlossen? Das ist interessant. So. Ich sollte mehr mit dem Arm aufpassen. Na gut, wenn man das direkt vor seiner Tastatur zu stehen hat. Kann sowas schon mal passieren. Teil 2. Der Kaltstart. So, was mit diesem Titel auf sich hat, ja, das klären wir beim nächsten Mal. Ich würde jetzt sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Adios.